Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft und sind in den Schlund von Paldea geflogen, beziehungsweise theoretisch geglitten. Und er ist ziemlich eindrucksvoll. Muss ich zugeben. Ja, die Pokémon, die hier alle drin sind, die haben wir alle schon gesehen. Dementsprechend jetzt nicht so krass. Aber das muss es auch nicht. Kommen ja theoretisch jetzt noch ein paar. Die Eisenrad und Eisenfaust und Eisendorn und Eisenflügel und so. Ich weiß nicht, ob die alle stimmen. Ich habe, glaube ich, Eisenhand. Eisenhand war auch noch dabei. Da bin ich sehr gespannt, also bin ich sehr erpicht drauf. Wir müssen auch aufpassen, dass wir alles so ungefähr zweimal fangen. Schließlich gibt es ja noch die Karmesin-Version davon, die wir ja noch tauschen müssen. Deswegen hoffe ich mal, dass es auch alles zweimal zu fangen gibt. Aber wenn man bedenkt, dass Eisenrad auch einfach nur random da in der Brutzelwüste findbar ist, sollte das ja funktionieren. So, da ist auch gleich die erste Station. Top-Elixier. Wie kann man denn so unfähig sein und beim Weglaufen in mich reinlaufen? Aber rein theoretisch. Denn das gute XP für Lumiflora. Nee, nicht Lumiflora, sondern Lumispross. Ich habe das Gefühl, dieses Lied ist ein bisschen kurz. Mal gucken, wiederholt sich da viel zu schnell. Was heißt zu schnell? Mal ein bisschen länger als mir schon geforscht. Ah, hier sind wir richtig, oder? Das muss eines der Gebäude sein, von denen der Professor gesprochen hat. Stimmt. Wie hieß die noch gleich? Konservration? Observationsstation. Wow, du hast ja ein echt gutes Gedächtnis, Cosima. Wie? Also, so kompliziert war das Wort jetzt auch wieder nicht. Was kommt denn da an? Sieht aus wie ein Pokémon der Nummer 1. Kommt das denn dann etwa auch aus dem Schlund? Los, Belgium, das nehmen wir uns gemeinsam vor. Anfangen. Also wenn mir kein Pokémon angezeigt wird, kann ich es wahrscheinlich nicht fangen. Das war ja lächerlich. Nemila hat es ja sogar besiegt, bevor ich überhaupt was machen konnte. Ich frage mich, ob es hier noch mehr solche seltenen Pokémon gibt.
Ihr seid jetzt schon eingeschüchtert? Ha! Das war erst der Anfang. Ich habe noch gar nichts davon gesehen, was Zone 0 alles so bereithält. Vielen Dank für diese überaus einfühlsame Warnung, Senior Pepper. Na, Nachkinderchen, nicht streiten. Los, lasst uns in die Observationsstation gehen. Genau. Also wenn wir tatsächlich einen Lumiflora finden, dann wäre das sehr, sehr angenehm. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Zu züchten habe ich mittlerweile rausgekriegt, wie es geht. Zumindest ist meine Theorie. Ja. Irgendwann kommt halt ein Ei. Und dann haben wir ein Ei. Und Picknicken. Ich glaube, das habe ich onscreen noch gar nicht mit euch gemacht. Das ist relativ simpel. Welche Pigmenten? Nee. Aber wenn man müsst euch vorstellen, beim Picknicken steht vor dem Tisch ein Korb. Der ist leer. Den kann man anklicken, also ansprechen, auswählen halt. Und dort sind dann Eier drin. Wann die Eier kommen, ich glaube noch, ich bin in dem Zeitpunkt halt immer ein bisschen rumgerannt. Und dann war da irgendwann ein Ei drin. Wieder mitgenommen. Und ja. Boah, sind das antike Ruinen? Dafür sieht das hier viel zu neu aus. Ihr habt es also unbeschadet zur ersten Observationsstation geschafft. Diese Einrichtung wurde vor 87 Jahren als Basis für die Erforschung von Zone 0 gebaut. Deswegen gibt es hier also ein Bett. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns hier ausruhen. Also dann, Benjamin, bitte nutzt die Schalltafel in der Mitte, um das erste Schloss zu öffnen. Es stellte sich heraus, dass das Wesen, das wir nennen, für die Kristallisierung der Energie verantwortlich ist. Bestimmt hängt dies mit der Hexagonstruktur seines Panzers zusammen. Ich nenne das Phänomen Trera-Kristallisierung. Das ist immer ein legendäres Pokémon scheinbar. Die Dingens Feuervorruf Mega-Entwicklung war hier Rayquaza, Giga Dynamaxus Endynalos und Terra Kristallisierung ist scheinbar dieses Hexagon-Pokémon im Panzer. Mein Prototyp des Terra Kristallorbs brachte mir Geldmittel aus der Wirtschaft ein. Man bedenkt, dass wir keinen Cent für diesen Terra Kristallorb ausgegeben haben. Ja, krass. Dadurch konnte ich ein Labor im Leuchtturm bei Lucharico errichten. Doch ich möchte bald zum Schlund zurückkehren und meine Forschung an den Kristallen fortsetzen. Ich würde auch gerne die anderen Räume sehen, aber die Türen sind kaputt. Keine Chance. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns sicher kurz im Bett hier ausruhen. Es riecht allerdings ein bisschen nach Schimmel. Ob mein Vater auch hier gearbeitet hat? Who knows? Gut gemacht. Bitte fahrt nur mit den verbleibenden Observationsstationen fort.
war ein Teleporter. Okay, man reist also über Teleporter. Das ist nicht verkehrt. Schließlich kann man hier eher links fliegen. Denn die einzige Flugpunkt ist ja Tor 0. Wisst ihr, mein ganzes Leben lang habe ich meinem Vater kaum zu Gesicht bekommen. Wie, willst du uns jetzt von deiner traurigen Vergangenheit erzählen oder was? Cosima, nicht jetzt. Er war so sehr mit seiner Forschung beschäftigt, dass er kaum nach Hause kam. Ich habe mich für mich gekocht, Wäsche gewaschen, Massifioso war mein einziger Gesprächspartner. Er mag mein Vater sein, aber eigentlich ist er wie ein Fremder für mich. Ich habe das immer damit abgetan, dass ich stolz darauf bin, so einen coolen Vater zu haben. Aber cool hin und her. Eigentlich wollte ich einfach nur, dass er auch mal Zeit für mich hat. In letzter Zeit sehe ich sein Gesicht nur noch in den Fernsehnachrichten oder in Online-Artikeln. Früher habe ich hin und wieder eine Mail gekriegt, aber damit ist seit ein paar Jahren auch Schluss. Und jetzt taucht er plötzlich auf und verlangt, dass wir zu Zone 0 kommen. Geht's noch? Wie auch immer. Familie des Jahres. Yay. Also, jede Familie ist eben anders. Hör zu, es tut mir leid wegen vorhin. Was ich gesagt habe, ging zu weit. Ein Ding, ich war schließlich auch nicht allzu nett zu dir, sorry. Cosima, ich heiße Cosima. Weißt du, Cosima, vielleicht bist du doch ganz okay. Ha, ich geb dir gleich ganz okay. Na, geht doch, ihr beiden. Na, geht doch, ihr beiden. Nicht gut. Oh, na endlich. Ich frage mich manchmal, ob diese Xerna und Tara mittlerweile eine neue Fähigkeit bekommen haben. Oder ob die einfach nie Synchro haben. Wow. Weil ich habe mir in dem Moment eigentlich kurz gedacht, ach Mist, die haben ja Synchro. Aber das hatte ich mir, glaube ich, irgendwann schon mal gegen Nachtara oder auch nochmal gegen einen Xerna gedacht. Aber es hat auch damals halt nichts gebracht. Kann auch sein, dass Synchro bei Schlaf nicht funktioniert. Das finde ich aber sehr strange. Diese Widerstandsfähigkeit. Sofort immer dieses One-Turn-Sleep. Ein letzter Dorn im Auge quasi. Mit den feinen Haaren, die seinen ganzen Körper bedecken, nimmt es Luftströmung wahr. Dadurch sackt es gegnerische Attacken voraus. Die gegnerische Attacken klingt schon deutlich logischer als die Zukunft. Was bis dato auch in einem von Psyanas Pokédex-Einträgen steht und komplett hanebüchen ist. Durch Luftströme Zukunft vorhersehen. Ich mag die Truppendynamik, wie sie so langsam sich anfreunden und dann wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich die besten Freunde werden. Je weitläufiger es wird, desto unübersichtlicher wird's.
Das Glück ist hier, dass es immer hell. Wir sind schließlich bei Nacht reingekommen und es ist trotzdem hell. Das bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall keinen Stress mit Dunkelheit haben werden. Ah, nicht abrutschen. Meditales. Carbon. Ah, hier geht's, glaube ich, weiter, oder? Würde ich lieber erstmal zurückgehen. Theoretisch. Wobei, wir können theoretisch... Ich war schon mal hier im Schlund von Paldea. Versucht, meinen Vater zu besuchen. Hier in der Gegend wurde ich von einer Kreatur angegriffen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Eine Kreatur? Du meinst ein Pokémon? Keine Ahnung. Sie sah eher metallisch aus, wie eine Maschine. Bist du dir sicher, dass es nicht einfach ein Pokémon mit mechanischen Eigenschaften war? Ja, bin ich mir sicher. Es war wie eine völlig andere Kreatur. Mastifioso wurde von ihm sogar schwer verletzt. Sowas könnte ich nie vergessen. Nochmal will ich diesem Vieh jedenfalls nicht über den Weg laufen. So stark war es also? Dann will ich schleunigst gegen einen begegnen. War ja klar, dass du das sagen würdest. Nimila, hast du schon mal was von Taktgefühl gehört? Ich würde halt den anderen Weg dieser Kreuzung nutzen, sobald wir das nächste Observatorium erreicht haben. Dann quasi den Porter nutzen und dann da hingehen. Auch wenn es am Ende des Tages nur eine Sackgasse ist. Wir müssen alles mal gesehen haben. Ich glaube, das ist übrigens nicht schlimm, dass wir jetzt hier diese ausführliche Erkundung machen und das dementsprechend wahrscheinlich ein paar Folgen jetzt dauern wird im Schlund. Aber ist ja auch besser als, also ein bisschen, ja, ausklingender. Also, weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich persönlich fände es jetzt nicht schlimm. Und ich versuche meine Parts immer so zu gestalten, dass ich sie auch gerne sehen möchte. Und... Held. Das will mir viel zu oft, dass ich ein Pokémon losschicken will, aber dann doch reinrenne. Viel zu nah dran bin. Nitro-Ladung. Das ist Raichu gerade runtergefallen. Unangenehm. Armes Raichu. Aber ich genieße auch gerade das mit der Party rumzulaufen und so. Das wird ja halt danach wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ja, was heißt wahrscheinlich? Das wird safe danach nicht mehr funktionieren. Das heißt, sobald wir hier einmal die Tore fertig haben, ist das auch schon wieder vorbei. Das heißt, wir sollten auskosten, solange es noch geht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Texttempo runterstellen eine sehr gute Idee war. Oder mit die zweite Station. Ein wildes Saltiger, natürlich. Gut.
Na endlich, die zweite Observationsstation. Puh, lasst uns drinnen erstmal eine Pause einlegen. Du hast echt null Kondition. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, Schulsprecherin. Ich stecke voller Überraschung, was? Das war kein Kompliment. Ein Botogel. Hier gibt es, es gibt hier also auch Pokémon, die man von draußen kennt. Okay. Oh, wie süß. Was? Ah! Regim, es will kämpfen. Hilf mir! Das ist der Boss von Team Star. Du hast starke Pokémon. Du kannst das selber machen. Will ich dich denn jetzt wenigstens fangen? Nee. Eisenbündel. Es ist kein Stahleis-Pokémon. So viel ist ja schon mal bekannt. Auch bei einem Stahlflug-Pokémon würde die Attacke. Der hat neutral getroffen. Das heißt, sollte es einen Stahltypen haben, müsste der ja mit was ausgeglichen werden, wie Gestein zum Beispiel. Okay, eine normale Attacke ist nicht sehr effektiv, also es ist kein Stahltyp. Also einfach ganz normal. Level 35, also. Ging ja relativ flott. Vor kurzem wurde festgestellt, dass seine Blütenblätter, die aus kristallisierter, toxischer Energie bestehen, Terrakristallen ähneln. Metallwirbler. Physisch. Dabei ist der Angriff so viel schlechter als der Spezialangriff. Emmender greift mit einer wirbelnden Attacke an, die Gegner auch vergiftet. Reitet den Anwender unter anderem von Wickelknecht. Ich verstehe sowas nicht. Also, seriously. Dieses Pokémon ist offenkundig speziell ausgelegt. Aber warum ist die Spezialattacke physisch? Das ist genau wie mit Seelentanz von Grandiras oder so. Oder damals Wasserschuriken bei Quajutsu. Das ist ja mittlerweile wirklich. Das wurde ja speziell dadurch, weil jeder nicht nachvollziehen konnte, warum es physisch war. Weil jeder nicht. Weil niemand. Jeder nicht. Was war das eben. Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Bei einem Botogel sah das ganz schön roboterhaft aus, findet ihr nicht? Aber hallo. Der Schreck hat mich bestimmt ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Los, gehen wir rein.
Interessant. Jetzt ergibt das auch Sinn. Ach, mein Gott. Zu Weihnachten hatte das PokerWiki ein anderes Cover, ach, ein anderes Dingens-Pokémon hier auf der Startseite. Das war ein Botogil. Es sah aber ein bisschen strange aus. Jetzt weiß ich, warum es ein bisschen strange aussah. War keine Eigeninterpretation, das war einfach nur Eisenbündel. Also. Wisst ihr, was ich ein bisschen strange finde? Eisenrad und Eisenbündel sind nebeneinander. Das heißt, die Chance ist da, dass hier die Purpur-Pokémon sind und quasi hier ab 76 quasi die Karmesin-Pokémon. Sprich, hier wäre dann Riesenzahn. Eisenrads, also Donphans Karmesin-Form, also die Vergangenheitsform. Und dadurch könnte man ungefähr abschätzen, dass es 6, 7 Pokémon sind. Warte mal. 6 Pokémon sind. Kommt immer durcheinander, wenn man die eigentliche Zahl mitzählt, aber es sind dann 6 Pokémon. Und was dann auch hier hin? Das 6 sind. Nee, kommt nicht hin. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind 6 Pokémon. Kommen sehr gut hin sogar. Wären alle Lücken schon mal zu. Gucken wir mal. Also, ich guck mal jetzt auf die Notiz und das könnte, wenn das Riesenzahn ist, dann liege ich richtig. Wenn nicht, dann gucke ich direkt ganz schnell wieder weg. Meine Theorie ging auf. Könnt dementsprechend jetzt in dieser Notiz nachschauen, was da jetzt theoretisch hier auch wäre, aber will ich jetzt nicht spoilern. Weil ich glaube, jetzt sind alle Nummern jetzt quasi gesetzt, oder? Ich meine jetzt Glanimperio, das war ja ein bisschen random, dass da jetzt da noch tatsächlich noch ein neues Pokémon ist, aber alles andere ist gesetzt. Trikot verloren, den Kram ist da. Gespenst. Ne? Da traue ich mich immer noch nicht reinzugucken. Will ich auch nicht. Ich habe ganz kurz Riesenzahn gesehen. Es nervt mich so, dass die Icons sich komisch aktualisieren. Ich hoffe, ihr guckt da nicht immer so aktiv hin. Beziehungsweise ist ja scheißegal, wenn ihr die Pokémon schon kennt, dann ist ja sowieso gut. Aber ich zum Beispiel bin da ein bisschen empfindlich bei. Und ja. Jetzt Riesenzahn gesehen. Ich kenne Riesenzahn, deswegen ist es nicht schlimm. Schlimm wird es erst, wenn ich Pokémon da sehen würde, die ich halt nicht kenne. Bin ich zum Glück noch von verschont geblieben bislang. Aber die Chance ist halt da. So, Cremantio und Azugladus. Ich bin immer noch. Ja. Eher gespannt, wie die Entwicklung vonstatten geht. Bin dich muss ich mir noch besorgen. Da kann ich euch daran ja sogar das Züchten demonstrieren, weil ich es eh machen muss. Damot. Wuppuck. Wuppuck wird wahrscheinlich ein Pokémon sein, das war ja auch. Das hat ja kein Habitat. Kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass es halt im Schlund dann irgendwo zu finden sein wird. Watermark, Despota, Humanoid, Lashoking als Entwicklung, Tandrak. Ich muss sonst Campisto fangen, fällt mir dementsprechend auf. Ja, und dann wäre es das auch schon wieder. Okay. Gehen wir mal rein. Okay, einfach kopieren. Copy und Paste. Die Station sieht ja genauso aus wie die erste. Wie die auch immer genau das ansprechen, was ich immer denke. Was? Naja, hier sollten wir zumindest vor wilden Pokémon sicher sein. Was war das hier überhaupt für ein Pokémon eben? Echt seltsam, was hier in Zone 0 wohl sonst noch für ein Pokémon leben? Das beschäftigt mich auch. Vielleicht gehört es ja zu diesen hier. Hä, was ist das für ein Buch?
Hier ist immer schon mal. Sonderbare Pokémon-Bevölkerungszone 0. Wir steigen tiefer hinab und blicken kompakte und äußerst grausame Wesen erblicken, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreatur schwere Verletzungen erlitten hatte. Durch Zufall gelang es einem Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan, doch der Textur ihres Körpers sowie der Art der Fortbewegung nachzuurteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad handeln. Monster von Zone 0. Das war also gar kein Pokémon? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was denkst du, Beijim? Ich denke schon, dass es ein normales Pokémon war. Das denke ich auch. Es sah vielleicht etwas anders aus, aber es hat Attacken eingesetzt und gekämpft wie ein normales Pokémon. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns unterhalten. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Aha, Cliffhanger. Habe ich bislang noch gar nicht gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe eigentlich immer alles zu Ende gespielt, aber heute machen wir mal einen Cliffhanger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, der Schlumpf von Paldea. Rätselhafte Rätsel und mysteriöse Mysterien. Also dann. Haut da rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss.